we wake. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Schönen Sonntag. Ich kann mich gerade nicht zusammenreißen, euch das zu filmen. Christian, wir haben hier ein Karls-Paket und die füllen das immer total cool eigentlich mit so Mais-Pops zum Basteln. Ja, ich bastel gerade. Die Annemarie bastelt auch hier. Christian tut diese ganzen Mais-Pops mit einem Nudelsieb rausholen. Meine Hände sind zu klein dafür. Und so klappt es besser? Ja. Okay. Also Annemarie kann sich auch Stunden mit diesen Teilen da beschäftigen. Ich finde das echt cool. Da sind sogar teilweise Bastelanleitungen dabei. Was machst du da gerade? Eine Blume bestimmt. Oder eine Sonne. Eine Sonne? Cool. Ja, der Hund möchte dauerhaft Aufmerksamkeit. Hier liegt übrigens der Laptop von der Mira. Hier haben wir Zeit. Gestern machen wir da eine GFS. Das ist eine Art Vortrag, den sie hält in Englisch über Liverpool. Gell, Annemarie? Ja. Weißt du auch schon was über Liverpool? Ne? Sollen wir dir was darüber erzählen? Ja. Okay. Weißt du, dass da die Beatles herkommen? Ja, die Beatles. Bestimmt, was die Beatles sind. Weißt du, wer die Beatles sind? Die Beatles sind eine ganz berühmte Band, die haben Musik gemacht. Soll ich dir später mal ein Lied von denen zeigen? Ja, guck mal, eine Spinne. Eine Spinne will ich nicht haben, ich mag keine Spinnen. Ich würde sie als Sonne nehmen. Sonne. Dankeschön, eine Sonne nehme ich. Eine bunte Sonne drin. Oh ja, das ist ganz matschig. Aber es könnte auch eine Blume sein, ne? Die ist auch echt schön. Könnte man noch einen Stängel dran machen, da ist das eine Blume. Juppie. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir haben euch ja heute Morgen ein bisschen mitgenommen. Ich sehe komplett tot aus im Gesicht, weil ich bin noch nicht geschminkt, denn ich habe mir jetzt die Mira geschnappt und wir beide gehen jetzt eine Runde mit den Stöcken laufen, wenn sie nicht kaputt sind. Mira ist so lieb und begleitet mich, damit mir nicht so langweilig ist bei der ganzen Geschichte. Und ich laufe wieder. Ihr habt mich ja schon bei dem letzten Mal gefragt gehabt, ob ich zufrieden bin. Ich liebe einfach die Kleidung von Oceans Apart. Ich zeige sie euch gleich nochmal. Ist einfach mega bequem, damit Sport zu machen. Also sei es jetzt die Rückbildung oder jetzt auch Walken. Klappt super. Und besonders die Curvy Collection hat es mir einfach angetan. Mira kommt auch nicht mehr raus aus ihrem Outfit, wie ihr sehen könnt. Ich zeige es euch gleich nochmal ein bisschen näher. Und dann gehen wir beide. Also ich ziehe jetzt einfach nur noch eine Fleecejacke drüber, das reicht mir völlig aus. Ich habe wieder das coole T-Shirt mit der Raffung an der Seite an, diesmal in schwarz mit der passenden grünen Hose dazu. Und natürlich wieder den Oceans Apart Bra, der ist einfach perfekt, auch bei größeren Cups hält der super alles da, wo es sein soll. Und die Hose natürlich auch, die shaped richtig schön auch. Und da ziehe ich mir jetzt einfach nur meine Fleecejacke drüber und dann geht's los. Die Mira hat wieder ihr Set an, was ihr schon kennt, das Sita-Set und der Pulli, den liebt sie einfach, weil der so mega, mega flauschig ist. Und da zieht sie jetzt einfach eine ärmellose Weste drüber und dann geht's los. Da hinten stehen die Stöcke bereit. Die Hose ist auch super bequem, auch gerade mit diesem hohen Bund ist die wirklich mega, mega bequem. Und dann gehen wir los, eine Runde walken. Odi, kommst du auch mit? Ich glaube, den Odi nehmen wir auch mit. Ich habe auch wieder einen Code für euch und zwar ab 79 Euro bekommt ihr ein Gratisgeschenk und ihr bekommt diesmal 30% auf alles. Also da könnt ihr echt mal zuschlagen. Ich habe schon geguckt, ich will als nächstes unbedingt was von der neuen Zita-Kollektion. Die hat ja auch wieder für Curvy was rausgebracht
Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Ich blende euch hier den Code wieder ein und wir feiern es wirklich total. Also sowohl ich wie auch meine Mädels. So, wir sind wieder zu Hause. Mira stärkt sich erstmal. Die restlichen haben schon gefuttert. Ein Obstteller. Annemarie hat mir gestern wunderschöne Tulpen mitgebracht beim Einkaufen. Der kleine Goldschatz. Und der Papa. Und der Papa. Und der Nico. Nein, du warst bei uns. Der ist noch immer total verrotzt und erkältet. Wir nennen ihn liebevoll aktuell Gary. Kennt ihr Gary? Die Schnecke von SpongeBob? Ja, du bist klein Gary, gell? Und Saban, ich hoffe, irgendwann kommt mal ein Zähnchen. Ja. Und dann kann der Nico uns mal aufbauen oder anlutschen. Anlutschen tut er schon die ganze Zeit. Ich werde mir jetzt auch mal so eine Maiswaffel hier mal gönnen. Und dann geht's unter die Dusche für mich. Gehst du auch duschen? Ja. Genau. So, ich bin geduscht und soweit fertig gemacht. Und ja, meine Lippen sind jetzt auch abgeheilt. Sehen nicht mehr so schlimm aus. Es war wirklich nur ein paar Tage. Also, das ist halt... irgendwann hat es so angefangen, sich zu schälen. Klingt eklig, ist aber so gewesen. Und ja, jetzt ist wieder alles fresh. Ich bin zufrieden. Ich habe gerade einen Haufen Muffins gebacken, weil ich Cupcakes jetzt mache. Eine Freundin von mir wird morgen 30 und ich wollte sie überraschen mit Cupcakes und habe jetzt spontan alles dafür geholt. Das werde ich jetzt machen. Ich zeige euch gleich mal die Cupcakes und dann werden die mit einer klassischen amerikanischen Buttercreme Topping gemacht. Also ich werde da, denke ich, einmal mit Himbeeren was zaubern und einmal Felix wollte ein schlichtes Vanille. Mal gucken, was wir machen. Mira ist gerade noch an ihrer GFS, das ist so eine Präsentation für Englisch. Da macht sie gerade was über Liverpool. Und ich habe mir eigentlich gestern schon total viele Sachen vorbereitet zum Zuschneiden für Nikolas. Aber ich glaube, da komme ich jetzt gerade nicht dazu, weil wir kriegen auch gleich nochmal Besuch. Jetzt fange ich erstmal an, schnell hier das Topping zu machen und dann schauen wir mal weiter, Bea. So sieht übrigens eine Küche aus, nachdem man Cupcakes gemacht hat. Leute, alles voller Glitzer, Herr Christian hasst mich wahrscheinlich. hier, die hat die Carla gemacht. Die hellrosanen, die hier vorne habe ich gemacht, der Rest ist schon gegessen. Und die für meine Freundin sind unten im Keller. Ich wollte euch was Cooles zeigen. Ich habe das schon mal für Easter-mäßig bestellt. Ihr versteht, was ich meine. Fand ich super, die Idee für die Nester. Habe ich für Carla und Anne soweit vorbereitet. Hier sind, muss ich unbedingt Brei vorkochen und... Wir haben das Bällebad von Annemarie runtergeholt für den Nikolas. Feli hat es jetzt mal zu ihm gesetzt und Nikolas findet es, glaube ich, ganz cool in den Bällen. Also zumindest ist er ruhig. Das ist schon mal gut. So, ich sitze jetzt im Auto draußen und fahre jetzt schnell mit einer Freundin was essen. Nur 1,5 Stunden haben wir, aber die nutzen jetzt einfach mal ohne Kinder, dass wir irgendwie mal gescheit dazu kommen, uns zu unterhalten. Das ist echt faszinierend. Ich glaube, alle Mütter kennen es. Man kommt nicht zu einem kompletten Satz, wenn man mit Kindern sich trifft zum Kaffee trinken. Also entweder tut sie einer weh, einer möchte was erzählen. Und so schaffen wir es zumindest ein paar Themen mal in Ruhe zu besprechen. Da fahre ich jetzt ganz schnell hin und dann nehme ich euch später wieder mit beim Essen vorkochen für morgen und dann noch beim Zubettgehen der Kinder, da wollte ich euch auch mal mitnehmen, damit ihr so ein bisschen mal den Ablauf seht. Genau, aber jetzt fahre ich erstmal los zum Essen. Na, wen habe ich denn da wach bekommen? Hattest du nur ein kurzes Powernap? Mein Baby. Mami hat dich vermisst. Hab euch alle vermisst. Mama Nico. Mama Nico. Mama Nico. Mama Nico. Mama Nico.
Was ist mit dir los, ne? Mama Nico. Mama Nico. Mama Nico. Nico hat nur ganz kurz geschlafen in der Trage bei Felice, als ich weg war. Und jetzt ist er natürlich fit. Mal gucken, wie wir es jetzt hinkriegen. Normalerweise, so gegen 7:30 geht er normalerweise ins Bett und ich stelle ihn oben einfach und dann schläft er bei ein. Aber aktuell ist er dafür einfach noch zu wach. Du willst noch turnen, ja, und Spaß haben. Vielleicht spielen wir einfach noch kurz. Fanny hat auch schon ihren Schlafanzug an. So, Christian muss ganz dringend etwas abliefern für die Arbeit und sein Beraterprofil. Die haben hier ein bisschen Resteverwertung sozusagen gemacht, was wir übrig hatten. Ich werde jetzt aber gleich noch was vorkochen für morgen. Ich habe mir Nico jetzt in die Trage gepackt. Vielleicht schläft er da jetzt ein. Ich werde jetzt hier so ein bisschen die Küche aufräumen und das Essen schon mal vorbereiten. Es ist zwar mega spät heute, aber die Kinder sind gerade total brav und gucken jetzt einen Film gerade und sind gerade noch ruhig. Deswegen werde ich jetzt einfach die paar Minuten nutzen und hoffe, dass Nico mir dann einschläft dabei. Und werde die Geschirrspülmaschine einmal ausräumen, wieder einräumen, den Tisch sauber räumen und dann das Essen schon mal vorbereiten für morgen. Ja, bis dann bist du vielleicht soweit, dass du müde genug bist. Crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. Aufgeräumt wurde hier noch nicht. Das müssen wir auf jeden Fall morgen machen. Annemarie hat auf jeden Fall ihre Zähne schon geputzt. Wir lassen jetzt den Rollladen runter. Und Christian wird sie heute in den Schlaf begleiten. Also bei Anne ist es so, dass wir noch dabei sind, bis sie einschläft. Manchmal schafft sie es auch schon, dass sie noch was auf der Toniebox hört und es alleine probiert, aber sie möchte oft, dass wir einfach bei ihr sind und das ist auch völlig okay. Da ich jetzt aber Nikolas noch wach in der Trage habe, so läuft es übrigens immer, wenn man etwas zeigen will, wie eine Abendroutine, dann läuft alles ganz anders. Eigentlich würde er hier schon schlafen. Und eigentlich wollte ich euch auch voll mitnehmen beim Zähneputzen und sowas, aber das haben die alles schon vorbildlich gemacht, bevor ich überhaupt kam. Also, naja, auf jeden Fall wird Annemarie jetzt hier ins Bett gebracht von Christian. Die kriegt noch eine Kleinigkeit vorgelesen. Sie sucht, ich mag es mal zeigen, welches Buch du dir heute aussuchst. Darfst dich noch ein Buch aussuchen und kriegt eine Kleinigkeit vorgelesen. Und dann legt sich einer von uns immer zu ihr hier mit, ins Bett rein. Und dann schläft die Anni einfach ein irgendwann. Jetzt gucken wir mal, was für ein Buch sie sich aussucht. Ich muss ihr erstmal ihren Fotoalbum wegräumen. Mal gucken. Das ist von der Felice, der Album bringen. Mal gucken, was für ein Buch sie sich jetzt nimmt. Okay. Christian ahnte es schon. Annemarie möchte das große Weihnachtswimmelbuch angucken. Kennst du das schon auswendig? Na dann, zeig mal, welche Seite du am schönsten findest. Übrigens, Barbies sind ihr neuestes Lieblingsspielzeug. Das ist deine Lieblingsseite vom Wimmelbuch? Mhm, wo der Weihnachtsmann ist. Ja, wo der Weihnachtsmann ist, wo er Schlittschuh fährt? Ja. Cool. Und der Hund. Kennst du es schon? Wir sind auf einem Markt, gell? Das ist witzig. Stimmt, der Odi würde auch da rumrutschen wahrscheinlich, oder? Ja. Super. Dann krieg ich noch ein Küsschen von dir. Und von dem Nico. Kriegen wir ein Küsschen? Du kriegst immer mehr Küsschen wie ich. Oh, ich krieg auch hier. Das war ein Dreierkuss, hast du es gesehen? Ja. Gut, okay. Mama, weißt du, der Nico mag immer für ein A jetzt. Oh. So. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich hab dich lieb, Schnumpfinchen. Bis morgen früh. Eklig. Hat er dich abgelutscht. Eis gegessen.
Eis hat er gegessen? Ja, von meinem Eisdiele. Von deiner Eisdiele? Ihr habt jetzt schon alles andere los. Oh. So. Ich gehe jetzt hier mal aus dem Chaoszimmer raus, ins nächste Chaoszimmer. Ja, guck mal, wie weit Carla ist. Ja. Gute Nacht, Auntie. Auntie Penti. Hast du das Licht aus? Nicht? Schlaf gut, ja, ich mach das Licht aus. Oh, zoom, 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 zoom. Auntie Penti. Kaltchen, wir müssen hier raus. Ich weiß, ich muss nur. Sie räumt ihr Zimmer auf und nimmt die Sachen hier heran. Ja, ja, das cool. Sind Bücher, die ich nicht mehr brauche. Carla weiß, wie man aufräumt. Er sagt Babybücher. Huch, das war jetzt schnell dunkel. So, jetzt geht's zu Carla ins Zimmer. Ich könnte euch jetzt ja voll professionell alle aufgeräumten Zimmer zeigen, so ist es aber leider nicht. Ich zeige es euch einfach so, wie es normal ist. Hier sind übrigens lauter Tüten voller Schleim. Die Mädels sind im Schleimfieber. Die sind dauerhaft am Schleim machen. Carla ist jetzt auch soweit fertig und so wie ich sehe, hat sie hier oben schon ihr Buch zurechtgelegt, was sie lesen will. Die wird nämlich jetzt von mir, kriegt sie ihr Calimero-Lied gesungen und dann darf sie noch ein bisschen lesen und dann geht's für sie auch ins Bett. Wie sie noch schnell versucht, ein bisschen aufzuräumen, dass es ein bisschen gut aussieht, oder Carla? Calimero. Mit Sombrero, kicken aus Palermo, wenn wir dich sehen, sind wir sehr froh. Calimero, mit Sombrero, ja, das ist ein Hut, denn der gefällt uns gut. Nun ist es soweit, es ist Calimero-Zeit. Seid ihr auch bereit? Drum schaut zu und seid gespannt. Schlaf gut, mein kleiner Schlumpf. Hab dich ganz arg lieb. Mhm. Was liest du denn für ein Buch? Hast du dir neu rausgesucht, gell? Ja. Die Schule für Tag- und Nachtmagie. Die Schule, also die Schule der magischen Tiere ist übrigens auch sehr, sehr beliebt bei Carla. Und jetzt hat sich aber mal ein neues Buch rausgesucht. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Soll ich ein bisschen dunkler machen oder so hell lassen zum Lesen? Ich mach meine Lampenjungs an. Du machst deine Lampenjungs an, okay. So, ich bin bei Feli oben. Hier sieht es eigentlich ganz aufgeräumt aus. Die dürfen immer ein bisschen länger wach bleiben, die Großen. Ich drehe mich mal hier hin. Die dürfen immer noch ein bisschen länger wach bleiben, aber sollen auch in ihre Zimmer, denn eigentlich würde jetzt ja Nikola schlafen und dann brauchen wir auch so ein bisschen Ruhe. Aber ja, die Mädels, also Feli, darf auf jeden Fall bis um 9 noch wach bleiben und darf entweder sich eine Geschichte anhören oder was lesen oder in ihrem Zimmer rumkrusteln. Was auch immer. Huch, warum bist denn du wieder da? Dich habe ich doch ins Bett gebracht. Ich suche meine Tigerbox. Du suchst deine Tigerbox. Okay. Eben wolltest du noch lesen. Ich muss sie aber bereit haben. Du musst die Carla ist Tigerbox süchtig. Die schläft damit auch immer. Das ist echt. Toll, die Tigerbox. Die schläft damit auch immer und es ist leicht spooky, wenn die dann bei mir schläft mit ihrer Box und diese Box fängt an zu sprechen mitten in der Nacht. So, Feli darf jetzt auf jeden Fall noch rumkruscheln bis um 9. Morgen hast du lange Schule? Nein. Nee, normal. Normal und es fällt nichts aus. Das müssen wir auch immer nochmal durchgehen, es fällt nichts aus. Sie hat nicht lange Schule und du schreibst morgen keine Arbeit. Nein, erst am Mittwoch. Deutsch, Bildergeschichte. Naja, auf jeden Fall hat sie soweit alles vorbereitet. Der Ranzen ist, glaube ich, auch gerichtet. Und Feli möchte nicht, dass ich ihr ein Lied vorsinge. Da reicht es, wenn man ihr einfach Gute Nacht sagt. Du auch, du darfst deiner Schwester auch Gute Nacht sagen. Okay. Oder er hustet. Aber Feli hat ihn heute auch schon rumgeschleppt, von daher. Ich muss euch noch was ganz Kurzes, Tolles zeigen. Könnt ihr euch an Weihnachten erinnern und ihr Riesenrad? Hat sie fertig aufgebaut. Das war ja so ein Holzpuzzle. Und das hat sie aufgebaut. Das ist so schön geworden. Oh, man kann es auch anschalten. Stimmt. Können wir drüber reden, wie süß das geworden ist. Mega. Sie liebt sowas. Felice hat natürlich auch Schleim. Und hier ihre Kuschel-Lampignon-Ecke. Die hat sich da oben auch schön gemacht. Und das hilft doch nicht richtig. Ja, hast du auch deinen Sitzsack da drin? Nee, oder? Doch.
Ist auch noch so ein Sitzsack drin. Kannst du sich dann reinsetzen zum Lesen, wenn sie mal lesen will. Jetzt gerade glaube ich nicht. So, auf jeden Fall hier sieht es auch gut aus. Für morgen, für die Hausaufgaben ist hier alles bereit. Und das ist total cool. Das hat sie bekommen in der Corona-Zeit. Das ist so ein Diamanten. Wo hast du das fertig? Nee, da fehlt... Also, das stimmt. Ich, aber hier fehlt es noch. Das ist so ein Diamantenpuzzle, wo man alle Teile einzeln aufklebt. Das findet sie total toll und sie kann sich damit Stunden beschäftigen. Weil wie ihr seht, das sind ja alles einzelne Zahlen, die beklebt werden müssen. Also da hat sie noch ein bisschen was zu tun. So, jetzt bin ich bei Mira im Zimmer. Ich finde übrigens diese Taschen so cool, die habe ich beim Primark gekauft. Das ist Miras neues Bett. Sieht richtig cool aus und sie hat den besten Schlafanzug der Welt an, einen Koala-Bär-Schlafanzug. Und hier sieht es auch ganz gut aus. Die gab es übrigens hier zum Valentinstag, die Rosen. In der Schule, wer kennt es nicht? Hey, du hast ein New York-Bild? Habe ich selbst gemacht. Cool. Genau, sie ist auch soweit vorbereitet. Der Ranzen ist auch soweit gerichtet. Und hier sieht es auch ganz gut aus. Mira darf immer bis um 9:30 wach bleiben. Manchmal, wenn ich auch eine ganz, ganz liebe Mama bin, sogar länger als 9:30. Unter der Woche reden wir davon. Wir reden von unter der Woche. Am Wochenende darf sie natürlich auch mal länger wach bleiben. So, und warum schläfst du, kleiner Schlumpf, noch immer nicht? Das versteht auch kein Mensch. Ja, Mira versucht ihm ständig zu erklären, dass er doch mal Bobo sein sollte. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Bobo kennt. Bobo schläft jedes Mal ein. Überall, immer. Ja. In jeder Folge. Aber Nikolas ist nicht Bobo. Es klappt irgendwie nicht. Auch wenn die Mira ihn anspricht, mittlerweile guckt er weg, wenn sie sagt, warum bist du nicht Bobo? Der wird schon weggeschaut. So, Mira möchte übrigens auch nicht, dass ich ihr singe. Es reicht ihr einfach, wenn ich ihr gute Nacht sage. Gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt habe ich sie auf die Nase geküsst. Ich wollte sie auf die Stirn küssen. Stand der Dinge, 9 Uhr. Baby ist noch immer wach. Was so ein Powernap ausmachen kann, Leute, das ist einfach katastrophal. Ja, du magst auch nicht mehr, ne? Ja, was soll ich sagen, Leute? Hinter mir läuft Christian, seine Bahnen. Es ist 9:45. Ich bin schon dabei, dieses Video zu schneiden. Ich bin schon so gut wie fertig mit diesem Video. Und Nikolas ist noch immer wach. Ja, Powernaps sind was Tolles für Babys. Ich hoffe, der wird irgendwann mal einschlafen. Es ist so typisch, wenn man sich irgendwas vornimmt, dass es dann natürlich nicht klappt. Wir haben jetzt auch gesagt gehabt, wir verlegen das Essen kochen für morgen auf morgen, weil einfach keiner von uns beiden mehr Lust hat. Der Christian muss noch mit dem Hund raus. Ich muss hier noch das Video hochladen bei YouTube, damit ihr das auf jeden Fall noch rechtzeitig bekommt. Also es hat keiner von uns beiden mehr Lust, gerade etwas zu machen. Deswegen wird es morgen gekocht. Und ich würde mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Vergesst nicht, dass ihr mal bei Oceans Apart vorbeischaut. Ich setze euch alles unten in die Infobox. Vielleicht findet ihr ja auch was Schönes und könnt den Code gut nutzen. Ich werde jetzt, wie gesagt, alles fertig machen, hochladen. Also ich werde bestimmt noch eine Stunde bis um 11 mindestens dran sitzen. Und dann habt ihr einen ganz aktuellen Vlog und ich hoffe doch, wir sehen uns ganz, ganz bald schon wieder beim nächsten Vlog. Das war der Hund. Okay, ganz ruhig, alle drin durch. Auf jeden Fall wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Once felt I'm done with